Einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, dem Dagi LP. Hallöchen! Wir sind zuletzt hier stehen geblieben, nämlich bei, ja, diesem Zentaur namens, wie heißt er nochmal? Darren, glaube ich. Und Poppy, die, ja, uns jetzt als nächstes sprechen möchten. Und das machen wir jetzt auch direkt am Anfang. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und rein ins Getümmel! Hallo! Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Was genau hast du in den Sternen gesehen? Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold, dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Alles klar, Leute. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Ja, true, true, true. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns darauf, also gefasst, den beiden dann auch weiterhin zu helfen. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis die Aufgabe weitergeht. Und in der Zeit gehen wir mal gerade ganz kurz einerseits auf die Map, beziehungsweise eigentlich kann ich auch direkt auf die Aufträge gehen. Und dann schauen wir mal, was ansteht. Also ja, Hauptstory natürlich. Und im Schatten des Schicksals, die Aufgabe mit Sebastian, die wir jetzt natürlich auch mal direkt wieder in den Fokus rücken. Und solange, ja, also bis dahin sollten die ja hoffentlich geklärt haben, was zu klären ist. Wir müssen uns möglichst bald treffen. Ich habe von Joanna Bickel eine interessante Eule über Hallo erhalten. Alles klar. Und Nati, die Nati-Aufgabe geht natürlich auch weiter. Die werden wir dann... ja, in der nächsten Folge oder vielleicht am Ende dieser Folge nochmal unternehmen. Aber jetzt erstmal geht es zu Sebastian. Die wohl spannendste Storyline in diesem Spiel bisher. Ich bin wirklich immer noch beeindruckt von der Folge 63. Die wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher dieses Let's Plays eingehen.
weil ich war komplett, es war insane, Leute. Also wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, dann solltet ihr das dringend nachholen. Und oh, ein Schwinder, glaube ich, ne? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ist aber jetzt leider nicht das, was mich hier interessiert, denn wir müssen zurück nach Hogwarts. In die Krypta hinein. Es ist so heftig, Leute. Ich meine, Sebastian hat einfach sein Onkel ermordet. Wenn das jemand rauskriegt, dann kommt er lebenslang nach Azkaban. Zusätzlich hat seine Schwester den Kontakt abgebrochen und wird ihm wahrscheinlich auch nie wieder verzeihen für das, was er getan hat. Ihre Aussage war, dass er seine Entscheidung getroffen hat. Und jetzt, ja, bin ich umso gespannter, wie die Story da weitergeht. Und vor allem, wie er drauf ist, weil ich meine, er hat alles verloren, was ihm was bedeutet hat. Wirklich alles. Er hat alles für seine Schwester getan und jetzt, ja, gibt es da wirklich keine Hoffnung mehr. Vor allem auch der Weg, um seine Schwester zu retten, wenn da jetzt noch irgendwas wäre, dann würde ich ihm ja zutrauen, weiter daran zu arbeiten, dass er einfach sagt so, yo, Schwesterherz, du bist zwar jetzt sauer auf mich, aber ich kümmere mich trotzdem weiter darum. Aber sein gesamter Fortschritt ist ja zerstört worden von seiner Schwester und jetzt weiß ich ehrlich nicht, was für einen Ansatz er hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er komplett verrückt wird und komplett ausrastet und hier einfach einen auf Voldemort macht. Würde ich ihm zutrauen. Aber dann hat er die Rechnung ohne Daniel Hufflepuff gemacht, weil ich werde ihn umbringen. Also ja. So, Krypta betreten. Ich bin gespannt, Leute. So, Hallöchen. Ach, da bist... Oh, da seid ihr beide ja. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Lumos. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian. Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Es ist... Wo gehst du hin, Dude? Ah, einfach nur ein bisschen weiter weg. Das ist nett, dass du die Privatsphäre von uns schätzt. Konfringo! Ja, Spaß muss sein. Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Na gut, ich rede mit ihm. Ich bin nicht sicher. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Naja, egal, Ansichtssache. Wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Ja, okay. So, Ominous, dann reden wir mal eine Runde. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir sollten Sebastian ausliefern, wir dürfen Sebastian... Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Okay, wir müssen ihn ausliefern. Ich habe es mir anders überlegt. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt, aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Eiskalt, als ob wir Sebastian jetzt ausliefern können. Wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich.
Ach, du Heilige. Wir werden dem Schulleiter einfach offenbaren. Jo, übrigens, der eine Slytherin namens Sebastian hat übrigens eben seinen Onkel ermordet. Holy Macaroni, Leute. Diese Story wird immer spannender. Wow. Wow. Leute, ich bin echt hyped auf die nächste Aufgabe da. Ich hoffe, die lässt nicht allzu lange auf sich warten. Aber naja, wir werden sehen. Gut. Bevor wir jetzt zur nächsten Aufgabe rüber switchen, werde ich einen kurzen Abstecher nach Hogsmeade machen. Genau das wollte ich sagen. Weil ich habe wieder ein bisschen Stuff und ich weiß nicht, wann die nächste größere Mission kommt, die uns vielleicht etwas sehr einnehmen könnte. Und daher will ich lieber ein leeres Inventar haben und Geld kann man eh immer gebrauchen. Und jetzt bald fangen auch die Einrichtungs-Dreams an, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue. Vielleicht mal eine kurze Info für alle, die sich fragen, ja, warum ich die so spät anfange. Ich muss sagen, mir persönlich war es die ganze Zeit wichtig, einerseits alle Möglichkeiten zu haben, den Raum der Wünsche einzurichten, nach meinen Vorstellungen. Und andererseits eben auch, ja, dass wir das einfach nicht auch zu früh machen, weil man braucht ja Mondstein und die Dekoartikel. Und hätte ich das schon früher angefangen, dann hätten wir vielleicht wenig Mondstein und wären dadurch limitiert oder hätten wenig Dekoartikel und wären dadurch limitiert. Mir persönlich ist aber wichtig, dass wir möglichst viele Möglichkeiten haben, um alle, ja, Ideen und Sachen, die wir so uns überlegen, umsetzen zu können. Und um mehr Möglichkeiten zu haben einfach. Und genau deswegen habe ich so spät angefangen. Ich hoffe, das ist okay. Werden jetzt vielleicht ein paar von euch anders sehen oder hätten sich vielleicht früher darauf gefreut. Aber dafür steht uns das noch bevor. Und ich persönlich finde, dass die Einrichtungsstreams auch kommen können, wenn die Story im Spiel schon längst vorbei ist. Da können wir uns ja alle Zeit der Welt lassen. Sehe ich bei diesen Türaufschließen und Demigeist-Figuren und so weiter Streams anders, weil die sollten während der Story noch gemacht werden. Aber dieses ganze Einrichten und Designen und so, das ist ja auch cool, wenn wir das währenddessen machen. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, so, ich wollte Sachen verkaufen. Ich habe schon wieder zu viel gelabert, Leute. Gehen wir mal wieder in unseren Lieblingsladen. Der kriegt ja immer unseren Plunder hier ab. Hallöchen. Guten Tag. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. So, wir verkaufen folgendermaßen. Weiß immer, ich verkaufe das noch nicht, Leute. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und das hier. Ich verkaufe erstmal nur die Sachen hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir die anderen beiden da auch schon verkaufen sollten. So, die behalte ich jetzt erstmal. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Alles klar. Okay, gut. Alles klärchen. Gut, dann gehen wir jetzt mal über zur nächsten Aufgabe. Die da wäre, Nutty, glaube ich, oder? Harlos letztes Gefecht, ein Schnatzer in der Hand. Harlos letztes Gefecht klingt aber sehr final. Gehen wir das Ganze mal an, Leute. So, wo müssen wir denn da hin? Ist jetzt die Frage. Gucken wir mal eben. Auf jeden Fall erstmal hier raus. Aus dem Weg, ich muss hier durch. Aus dem... 4 Kilometer... 4 Kilometer. Ja, da muss ich jetzt mal gerade ganz kurz meinen Flohpulvervorrat abchecken. Ja, dann gehen wir dahin. So. 4 Kilometer, die spinnen doch. Ich laufe doch keine 4 Kilometer oder fliege ich sonst was hier. Gut, wo sind wir? In, wer ist der Ort? Keine Ahnung, ist ja auch Wayne. Was ich jetzt jedenfalls tun werde, ist, diesen Berg jetzt zu erklimmen. Hallöche, Mister. Und dann gucken wir mal, was letztes Gefecht hier in dem Fall bedeutet. Das klingt wirklich so, als wäre das jetzt der finale Kampf gegen Harlow. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt noch nicht... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo, Digga! Was geht? Ja, hast du ein Glück, dass ich nett war. Alter, das ist so geil! Das sollte ich untersuchen. Ja, das sollte ich untersuchen. Wie lange sehen wir denn, bis der verschwindet? Da verschwindet er. Okay, alles klar. Gut, oh, Mondstein. So. Ah, ich glaube, ich rufe mal wieder hier meinen Grabhorn. Brauchen mal ein schnelleres Reittier hier. Wie wär's mit einem Rundflug? Und, oh, damit können wir auch die Dinger kaputt machen, was auch ganz gut ist. So. Aus dem Weg!
Und die Rinder erstmal kaputt gelaufen. Oh, hallo. Bäh. Boah, das ist so cool, als ob ich den direkt zermatscht habe. Ich habe den eiskalt direkt zermatscht. Das ist so ein massives Biest. Wahnsinn. Bereit, Harlo zu erledigen? Und wie ich bereit bin, Harlo zu erledigen. Ich bin bereit, Harlo ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlo hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Harlo weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlo will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlo und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Ich bin stärker als Harlo, Nati. Wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, ich bin bereit. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Super, super. Harlos Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Ich werde einfach Avada Kedavra auf den zaubern, dann war's das. Sei mit wachsam. Dem. Oh, Harlo treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Das sieht aus wie so ein Todesser aus dem vierten Teil. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Ich glaube, hier geht gerade echt die Party ab. Oh, hallo. Mach mal. Avada Kedavra. Boom! Tschüss. So. Ist der das gewesen, der da gerade fliegt? So, leide, meine Liebe. Oh, nein, nein, nein. Nicht gut. Ah, nicht gut. Ah, Inferi sind auch noch am Start. Cool. Wow. Zwei auf einmal. Zwei auf einmal, cool. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Hallo? Hey, komm schon! Gemein! Um! Komplett pulverisiert! So, auf immer Wiedersehen. Meine Güte. Hey, da war doch noch jemand. Die kleine Nazionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Danke. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Oh nein, ach, der war das, der da gerade noch mit einem Schild versehen war. Warte, ich muss eben die Sachen einsammeln. Sekunde.
Sekunde. Ich bin nicht so eilig hier. Nicht so eilig. Ich habe hier noch Geld rumliegen. So, habe ich alles eingesammelt. Hör, was geht mit dem? Hallo? Ist er? War das bewusst? Wir können gleich einfach Avada Kedavra auf den machen. Da müsste der eigentlich tot sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Logik nicht beherzigt wird. Rudi, wo bist du? Ach da! Wir schmeißen einfach alles, was wir finden, auf den drauf. Avada Kedavra! 27, der lebt immer noch, aber der ist fast tot. Holy shit, was ist denn mit Avada Kedavra los? Easy. Aber trotzdem lebt er noch. Oh, ich muss irgendwas drücken, oder? Ha! Bumm! Hä, der steht immer noch auf! Der hat noch, der hat Horcruxe, Leute! Muss der? Oder das Spiel hat da die Logik nicht so beherzigt? Oh, scheiße. Nein! Nati! Nein! Nati! Haben die gesehen, dass ich Avada Kedavra gezaubert habe? Weil wenn ja, bin ich jetzt echt am Arsch. Auftrag abgeschlossen. Harlos letztes Gefecht. Wir haben es tatsächlich geschafft, aber der Dude lebt immer noch. Nach zwei Avada Kedavra oder so. Okay, nach einem. Boing. Ah, dann sagen wir mal Hallo. Nati, wie geht es dir? Bist du sicher schon bereit für Besuch? Lumos. Ja, Mutter. Ich fühle mich gut. Und bei diesem Besuch gleich noch besser. Ja. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Ja, jetzt gehen Sie bitte. Ich möchte mit Ihrer Tochter alleine reden. Gehen Sie bitte. Danke. Bisschen schneller, wenn es geht. Es tut so gut, dich Tschüss. Zu sehen. Ja, ich muss erst warten, bis deine Mom weg ist. Okay, jetzt können wir reden. Freut mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Was hast du dir dabei gedacht? Was in aller Welt hat dich veranlasst, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht, aber was blieb mir anderes übrig? Du warst in Gefahr. Tut mir leid, Nati. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein, dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast nicht nachgedacht, sondern einfach gehandelt. Du hast dich entschieden, mich zu beschützen. Du hast instinktiv gehandelt. Ich nehme an, es war Instinkt, ja. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh, herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zu Fall zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Oh, das war süß. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Das war ja mega lieb. Jetzt frage ich mich, ist die Storyline mit ihr abgeschlossen oder kommt da noch was? Da bin ich noch nicht so ganz im Klaren drüber.
Aber auf jeden Fall war es sehr, sehr cool. Und Harlow war ja mal gar keine Herausforderung. Ich meine, einmal Avada Kedavra auf den und der Typ war einfach down. Das war echt heftig. Also, ist auch logisch, aber ja, das macht's halt echt einfach. Avada Kedavra, vor allem gut, dass wir den Zauberspruch jetzt auch können für Ranrock, sofern wir gegen den kämpfen müssen. Weil ich glaube, der könnte auch nochmal eine große Herausforderung werden. Und dass wir Avada Kedavra können, macht es uns auf jeden Fall leichter. Leute, in diesem Sinne hoffe ich, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Hogwarts Legacy auf meinem Kanal. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.